Die Bewohner kehren so langsam nach Hause zurück. Und haben so langsam aber sicher so ihre kleinen Problemchen. Hallo Tim. Ich bin Dorf. Alle sagen, ich stecke voller Leidenschaft. Zurück vom Aussichtsturm, ja? Das ist herrlich. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay, Neues zum Anziehen. Organisieren wir dir auch. Auch wenn ich jetzt dann natürlich erstmal wieder etwas kaufen muss. So, in was können wir denn den ollen Tim reinstecken? Wie wär's denn mal mit einem total tollen... einem total tollen Froschstrampler. Das finde ich irgendwie gewagt, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nett. Vielen Dank. Vielen Dank für den Einkauf. Vielen Dank. Das sagt der Tim. So, mal gucken, ob es ihm gefällt. Es gefällt ihm total gut. Yay. Gut. Wieder jemanden glücklich gemacht. Finde ich super. Was ist in deiner Welt wohl im Moment gerade modern? Froschstrampler sind der letzte Schrei, wirklich. Deswegen habe ich ja auch gerade was geschenkt. So, und hier, ich wollte dir noch das Flauschdingens geben. Magst du bestimmt. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Ja, finde ich auch. Übrigens? Ja, komm. Noch ein bisschen umschauen. Das ist flauschig. Ja. Absolut ein Traum in Flausch. Okay, dann muss man ja eigentlich mit Schucke werden, wenn man hier drin wohnt, aber na gut. Ja. Ich werde pfleglich damit umgehen. Ja, das ist sehr gut. Sehr pfleglich immer damit umgehen. Ja. Neuer Level. Herrlich. So. Und Tim bekommt natürlich auch noch was zum Spielen irgendwie. Wie wär's denn mit, was braucht er denn? Metalldetektor? Hilft dir bei der Suche nach Schätzen, Altmetall und verlorenen Schlüsseln? Oder so total tolle Seifenblasen? Aber nur draußen, ist das klar? Warum darf man die nur draußen benutzen? Ist egal. Er bekommt ein paar Seifenblasen geschenkt. Oh ja, Seifenblasen machen. Puttepo. Jo. Okay. Dann wird das ja geklärt. Tschüss, Tim. Viel Spaß mit deinen Seifenblasen. Er ist auf dem Aussichtsturm. Blubbert er jetzt ein paar Bläschen? Oder so? Man weiß es nicht. Ganondorf und der Joker sitzen auf einer Bank. Das ist echte Freundschaft? Oder so? Die beiden mögen sich echt. Aber sie haben sich nicht viel zu erzählen. Aber okay, das ist meistens bei Männerfreundschaften so. Man muss sich auch nicht viel zu erzählen haben. Es reicht schon meistens, wenn man einfach nur Zeit miteinander verbringt. Man versteht sich dann irgendwie blind. Oh, der Joker ist aufgewacht. So scheint es zumindest. Kann aber auch sein, dass er gleich im nächsten Moment wieder wegratzt oder so. Ich glaube, er weiß selber nicht, was er überhaupt will. Irgendwie ist es unheimlich. Okay. Lassen wir es gut sein. Gibt es jetzt eigentlich noch neue Nachrichten? Die haben doch irgendwie gesagt, ab 7 und Sendetermine sind 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Genau, dann müssen wir jetzt eigentlich neue Nachrichten bekommen. Guten Abend. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Heute fand zum dritten Mal der jährliche Creme-Eintöpfe-Marathon statt. Der Creme-Eintöpfe-Marathon verläuft über den größten Teil von Fischteich. Der beste Läufer Schnubbi erhielt einen Jahresvorrat Creme-Eintöpfe. Die zweitplatzierte Pikachu beschwerte sich. Das hat mich echt genervt, dass an den Wasserständen Creme-Eintöpfe statt Wasser ausgegeben wurden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin total sprachlos. Dann an den Speck wurde auch Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Lurua und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Danke für die Nachrichten, Lou. Gut, Schnubbi kann also einen ausgeben. Er hat Creme-Eintöpfe. Das finde ich gut. Ja. Mehr Creme-Eintöpfe für alle. Das finde ich durchaus nett. So, Pikachu, was los? Hier, schon wieder ein Problem oder was? Gefällt dir irgendwas nicht? Guten Abend. Hi.
Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ja, okay. Dann organisieren wir der guten Pikachu mal was Neues zum Anziehen. Wie wär's denn? Was könnte Pikachu denn gebrauchen? Irgendwas Neutrales. Ein Schnörkelhemd. Diese Shirts hier sind massenhaft Spitzen. Ein echtes Spitzenshirt. Mag man sowas oder mag man sowas nicht? Ich finde, das sieht voll doof aus, nur mal so. Aber Kirschtrampler finde ich jetzt auch nicht so toll. Blumenunterteilienkleid. Ich glaube, Pikachu wäre es dann echt ganz lieb, wenn ich hier irgendwie so ein, sowas ähnliches wie ein Bandshirt oder sowas besorgen könnte. Aber es sieht echt schlimm aus momentan, was die Auswahl angeht. Ich hoffe, das wird nach und nach noch ein bisschen besser. Der Pulli hier ist irgendwie ein bisschen gewagt. Ich finde ihn komisch. Wie wäre es denn mit einer Fleecejacke? Ich glaube, damit kann man nicht viel falsch machen. Vielen Dank. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Aber unterm Strich muss ich auch nicht der Pikachu da draußen gefallen, sondern der Pikachu hier drin. Denn die sagt uns ja jetzt, ob sie darauf steht oder nicht. Es gefällt ihr überhaupt nicht. Okay. Ja, das, wow, dann, ja, war schön, ne? Also, Pikachu und so. Oh, du hast was. Du hast da Brotkrümel im Gesicht. Mach das Ding weg. Okay. Flupp. So, bitteschön. Vielen Dank. Kein Problem. Mach ich doch gerne. Dafür mal eben 6 Euro wieder in die Hand gedrückt bekommen. Ist super. Möchten wir ihr mal irgendwas in... noch was anderes in die Hand drücken? Irgendwie, damit sie bessere Laune bekommt. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Ab-18-Spray? Geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18, die nicht abwarten wollen. Ach komm, gib mir einfach mal. So, hiermit bist du erwachsen. Mach mich hiermit bitte zum Erwachsenen. Mal gucken, ob sich das dann noch umkehren lässt. Wow. Hey, sieh mich nur an. Ich bin ganz erwachsen. Ab jetzt werde ich mich immer ganz erwachsen verhalten. Klasse. Ja. Ja, natürlich. Erwachsene müssen auch arbeiten und so. Yes! Abends nochmal schön im Restaurant essen. Man hat ja das Geld dafür, man geht ja arbeiten. Einfach das Leben genießen. Und 18 sein. Vielen, vielen Dank. Erwachsen sein ist echt klasse. Yay! Erwachsen sein ist echt klasse. Okay, aber bleibt sie jetzt wirklich für immer und ewig erwachsen? Oder wie, oder was? Oder verliert sich das irgendwann? Irgendwann muss es sich doch verlieren, oder? Zwangsläufig. Wofür sollte man sonst so oft das Spray dafür bekommen? So, Pikachu, was gebe ich dir denn mal in die Hand? Was möchtest du denn so gerne mal haben? Lernset. Mit Heft und Bleistift kann man schon viel lernen. Man muss es aber wollen. Ja, nee. Maracas. Teildetektor. Oder möchtest du auch erstmal so ein Nintendo 3DS einfach nur? Kann man ja immer gebrauchen, oder? Ich würde schon sagen. Ich habe den Hering noch nicht ein einziges Mal damit spielen sehen. Komm, du hast doch hoffentlich ein bisschen Zeit dafür. Jo. Wieder glücklich und zufrieden? Vielleicht hat das jetzt so einigermaßen funktioniert, auch wenn, ja, du weißt schon, dir die Klamotten nicht gefallen haben. Aber naja, okay, wie das halt immer so ist. Kind erwachsen. Ja, da steht jetzt erwachsen drin. Na gut. Dann beobachten wir das mal. Auch wenn ich das für ein bisschen bedenklich halte, dass sie jetzt einfach erwachsen ist, aber... Beziehung von Pikachu noch keine, ja. Ihr kennt euch noch zu wenig untereinander, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen rausgehen und... Oh, Gesundheit, Snowy. Was ist los hier? Bist du erkältet? Guten Abend. Schnuff, Schnubbi.
Ich zerbreche mir gerade den Kopf. Was würdest du eher ertragen wollen? Dein ganzes Leben lang ausgelacht oder rumkommandiert zu werden? Mein ganzes Leben lang, das ist eine extrem lange Zeitspanne. Ist beides absolut nicht meins. Das wäre natürlich die offensichtlichste Antwortmöglichkeit gewesen, ja. Es tut mir leid, aber was soll ich dazu sagen? Da geht doch beides überhaupt nicht. Im Fernsehen war jemand, der hat so ausgesehen wie Kim. War das so ein komischer nordkoreanischer Diktator zufälligerweise? Also dann, ja. Lassen wir das an der Stelle. Ja, nee. Geben wir dir auch noch was? Hustensaft, Magenmittel, Reisegutschein? Ein Ticket nach wohin du willst. Nutze das für eine einfache... Nein, wir wollen Schnubbi nicht loswerden. Ich will meinen Schnubbi nicht loswerden. Das will ich nicht. Was könnten wir Schnubbi denn aber ansonsten noch geben? Er hat halt momentan keinen Hunger oder sowas. Also auch kein Bedürfnis, irgendwie mal rauszugehen zu... Hoppsa. Ich kann mir deinen Rücken angucken. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Flop, 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 links, rechts. Oh, Entschuldigung. So, okay, jetzt wurde ihm doch ein bisschen schlecht. Dass ich immer mit Schnubbi so die komischen Experimente machen muss, aber na gut. Hering. Oh, ja, das ist gut. Ein paar Sit-Ups. Und 200. Und 300. Und 400. Und 500. Zählen war ich schon immer am besten. Puh, 500 Sit-Ups geschafft. Mensch. Lange nicht gesehen. Jo, hi. Und wie geht's uns so auf unserer, meiner, deiner Insel? Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Was denn? Ich helf dir. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig wirst. Okay. Etwas verloren, was ihm sehr, sehr wichtig ist. Jeder Mensch hat etwas, das er nicht aufgeben will. Da hast du verdammt recht. Aus ihm spricht absolute Weisheit. So, dann sorgen wir erstmal ein bisschen für dein leibliches Wohl. In der Hoffnung, ja, dass wir jetzt ein paar Sachen erwischen, die einigermaßen lecker für ihn sind. Seine beste Freundin ist die Lou. Finde ich seltsam, weil ich hätte eher gedacht, dass Tri sein bester Freund ist. Die beiden haben ja auch irgendwie am meisten Zeit miteinander verbracht. Hatte ich so den Eindruck. Aber irgendwie scheint die Chemie zwischen Hering und Lou besser zu stimmen. Als zwischen Hering und Tri. Naja, wie das halt immer so ist, ne? Beste Freunde, vertraut ziemlich. Unglaublich lustig, unglaublich lustig. Mit Ganondorf passt nicht wirklich. Ah, sowas kristallisiert sich also auch heraus. Okay. Na gut. Ja, wenn das so ist, dann ist das in dem Moment halt so. Möchte ich dir an der Stelle noch irgendwie was anderes kaufen oder so vielleicht? Willkommen. Nochmal was Schönes zum Anziehen. So ein toller Maßanzug zum Beispiel. Ich sehe so scharf damit aus. Ich würde mir nicht unbedingt rot kaufen wollen, aber leider gibt es momentan noch keine andere Farbe. Vielen Dank. Schon. Ich glaube, je öfter man sich die Dinger kauft, desto mehr Farben hat man dann zur Auswahl. So. Probieren wir einfach mal, ob es dir steht. Probier mal an. Hilft ja nichts. Es gefällt ihm ziemlich gut. Ja, schon sehen wir ein bisschen businessmäßiger aus. Man wird dann quasi sehen, der Herr dieser Insel. Also von daher passt schon. So, wie wär's denn jetzt noch... was haben wir denn alles? Genau, wir haben die Katze, wir haben den Nintendo 3DS. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Wii U. Es hilft nichts, wir brauchen die. So. Ja, wir haben nur 8 Gegenstände frei, aber passt schon. So. Und dann wollte ich dir noch den Zylinder schenken. Eben, damit wir voll einen auf Professor Layton machen können. Oh, es gefällt ihm nicht wirklich. Ach Gott, das tut mir leid, aber macht nix. Du wirst schon noch Gefallen an ihm finden oder so. Ist ja aus wie Zirkusdirektor. Hereinspaziert, meine lieben Zuschauer. Ich bin der Hering und ich kann unheimlich toll singen, natürlich. Ja, wir werden auch noch bald wieder ein paar neue Songs ausprobieren. Keine Sorge, Leute. Also, falls ihr da irgendwie Angst habt, dass ich das vergessen habe, nein, wir werden uns bald bestimmt auch wieder ein bisschen musikalisch betätigen.